Liebe Leute, wer mich verfolgt hat, der weiß, dass der Juni ein kranker Monat war. Aber neben den vier Festivals, auf denen ich im Juni war, gab es auch noch etwas anderes, was diesen Monat extrem geprägt hat. Meine absolute Lieblings-Liveband, die Beatsteaks. Die haben eine IOZ-Tour angekündigt und ich hatte die Chance, bei drei dieser Konzerte dabei zu sein. Plus dem großen Abschluss und Release-Konzert für das neue Album in der Wuhlheide. Und ich wollte gerne mal noch meine Erfahrungen von diesen Konzerten mit euch teilen. Ja, das Ganze ging los direkt nach Rock im Park. Sonntagnacht oder Montag früh um 2 in den Flixbus gestiegen, um Richtung Görlitz zu fahren. Ich hätte auch erst am Montag früh abreisen können, aber ich wollte nichts anbrennen lassen, denn dieses Konzert in Görlitz war für mich etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil es eines der kleinsten Konzerte auf dieser Tour war, sondern weil ich 5 Jahre meines Lebens in Görlitz verbracht habe. Ich habe dort studiert, habe dort mein erstes eigenes Festival organisiert, habe dort sehr viele tolle Menschen kennengelernt, aber leider halt auch einige nicht so tolle Menschen, was ja prinzipiell der Anlass zu dieser IOZ-Tour ist. Und so bin ich dann also völlig übermüdet nach Görlitz gefahren und mir wurde direkt vor Augen geführt, warum diese Stadt so nervt. Sagen wir mal eklige Menschen, die sich genau an diesem Montag nach der Europawahl auch auf dem Postplatz versammelt hatten, um sich für ihr Wahlergebnis abzufeiern. Da standen dann so 200 Leute, 50 oder älter, und haben sich einen Keks gefreut, dass die AfD bei der Wahl so gut abgeschnitten hat. Ist ihr gutes Recht, war aber für mich direkt auch so ein Ding, ach ja, ich bin schon echt froh, dass ich hier nicht mehr wohne. Es hilft aber auch nichts, einfach wegzuziehen, sondern man muss da, wo es brennt, den Leuten die Stirn bieten. Und genau das tun die Leute im Basta, wo das Konzert stattfand. Ich kenne den Laden halt wirklich nur von so übsten Untergrundveranstaltungen. Oder wir haben da damals, als ich das Campus Open Air in Görlitz organisiert habe, auch den Bandcontest veranstaltet. Namenhafte Bands sind da jetzt nie so oft vorbeigekommen. Und umso krasser war es, irgendwie da anzukommen für ein Beatsteaks-Konzert und einige bekannte Gesichter von früher zu sehen, was super schön war auch. Hab mich sehr gefreut. Und dann ging das Konzert langsam los. Ich stand so dritte Reihe oder so und hatte eigentlich wirklich gar keine Ambition, mich groß zu bewegen, weil, wie gesagt, ich war komplett hinüber von Rock im Park. Wer das Video gesehen hat, das war ein anstrengendes Wochenende. Und so stand ich dann da ein bisschen am Rand, so dritte, vierte Reihe. Und das Konzert ging los und auf einmal wurde ich in die erste Reihe gedrängt. Ja gut, hier kriege ich wenigstens Luft und kann wenigstens so ein bisschen Armfreiheit mich bewegen. Und bin dann einfach da geblieben. Wer mich kennt, weiß zwar, dass ich eigentlich wirklich gar nicht der Typ bin, der in der ersten Reihe rumsteht. Aber da der Club so klein war, dass es nicht mal Crash Barriers gab, war es halt auch in der ersten Reihe sehr angenehm. Armin stand buchstäblich so 20 cm vor mir. Was hilfreich war, denn ich habe dann erstmal meine Brille auf die Box gelegt, weil es innerhalb von 5 Minuten in diesem Club so unfassbar warm wurde, dass die beim Kopfschütteln irgendwie immer weggeflogen ist. Das 6. offizielle Mitglied der Beatsteaks, Dennis, saß da nur so am Rand und hat die ganze Zeit nur so Tambourin gespielt. Weil der hat gar nicht wirklich auf die Bühne gepasst. Selbst die 5 Original-Beatsteaks haben kaum drauf gepasst. Es war einfach so ein geiles Setting. Der Club war maßlos überfüllt. Dementsprechend wurde es da drin auch ultra warm. Und als Arnim dann sagte, ja, können wir mal bitte noch die Klima abstellen, weil es zieht so auf der Bühne. Ja, dann war irgendwie klar, in welche Richtung das gehen wird. Es war für mich so ein besonderes Konzert. Das war wirklich gefühlt so ein Full-Circle-Moment, einfach die Beatsteaks in Görlitz zu sehen. So, es ist, bis heute fühlt es sich irgendwie so real an. Dicker Shoutout auch an den Robert, der mir ein Ticket versorgt hat, weil es ging vor Ort genau 22 Tickets in den freien Verkauf. Der Rest ging alles irgendwie an Vereinsmitglieder. Ein besonderer Abend. Die Beatsteaks hatten auch ultra Bock und es war seit dem Highfield letztes Jahr auch das erste Mal, dass ich sie wieder gesehen habe, was schon für meine Verhältnisse eine sehr lange Zeit ist, die Beatsteaks nicht zu sehen. Einfach Wahnsinn. Also ich hatte mehrfach Tränen in den Augen. Ach ja, also dieses Konzert wird lange, lange, lange im Gedächtnis bleiben. Nicht nur, weil es für mich subjektiv einfach total emotional und krass war, dass die Beatsteaks da spielen, sondern weil halt in den Laden auch einfach offiziell
96 Leute reinpassen. Wann erlebt man sowas? Also klar, ich habe die Beatsteaks schon in vergleichbar großen Locations gesehen, damals in Cottbus oder auch auf der Polentour oder so. Aber das war einfach nochmal Next Level und die hatten so Spaß. Generell, das ist so ein Ding, was man bei der AOZ-Tour insgesamt gemerkt hat, wie viel Spaß die Band an dieser Sache hat. Setlist, geil. Wir haben dann auch am Ende irgendwie Songs auf Zuruf gespielt, weswegen dann auch Unminded kam, was richtig geil war. Da war dann auch die Stimme endgültig weg und mein Nacken hat auf jeden Fall auch sein Workout gekriegt an dem Tag, obwohl ich mich eigentlich, wie gesagt, gar nicht bewegen wollte. Aber naja, nach dem Konzert sind wir alle raus und wir haben echt genebelt. Es war einfach krass. So ein unglaublich geiles Konzert. Also, krank. Es war wirklich alles und mehr. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, was dieser Abend mir bedeutet hat. Hätte ein perfekter Abend sein können, wenn da nicht auf der Rückfahrt im Zug noch so ein sehr unangenehmer Zwischenfall gewesen wäre. Schon als ich am Gleis war, habe ich gemerkt, okay, die Leute, die hier sind, sind ein bisschen betrunken und auch sehr unangenehm. Diese anfängliche Vermutung hat sich dann bestätigt, als selbige Menschen angefangen haben, durch den Zug Parolen zu schreien, die ich jetzt hier nicht wiedergeben will, weil sie einfach verboten sind. Ich war wirklich so beseelt, ich war einfach nur überglücklich, wie geil das Konzert war. Und dann haben mich diese Arschlöcher einfach voll von meiner Wolke geholt. Ich wusste gar nicht so richtig, wie ich reagieren soll. Also natürlich bin ich dann hin und habe gesagt, sie sollen die Fresse halten, aber es hat sich sehr unbefriedigend angefühlt, weil wie reagiert man in so einer Situation richtig? Und wenn ihr da irgendwie eine Antwort habt, schreibt es in die Kommentare. Ich war halt allein, die waren so zu siebt oder so, sind dann halt auch aus dem Zug ausgestiegen. Ja, war eine scheiß Situation, aber das hat mir dann auch wieder so vor Augen geführt, worum es bei dieser AOZ-Tour der Beatsteaks eigentlich geht. Nämlich genau darum, dass hier im Osten es gerade nicht so richtig geil aussieht und dass es da aber Menschen gibt, die sich engagieren gegen braune Scheiße und die kämpfen und nicht einfach sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr und ziehe jetzt hier weg, sondern die wirklich noch aktiv was dafür tun, diesen Leuten die Stirn zu bieten. Und da danke ich wirklich jedem, der sich engagiert und ich danke auch den Beatsteaks, dass sie den Leuten einfach zeigen, dass sie nicht egal sind. Aber mit diesem sehr unschönen Moment ging es dann heimwärts, endlich mal ein bisschen ausschlafen können. Und am nächsten Tag direkt ging es schon weiter nach Leisnig, diesmal mit dem Dennis und Gott sei Dank auch mit seinem Auto. Also wir mussten diesmal nicht mit der Bahn fahren und irgendwelchen Faschos begegnen. Am Einlass sollten wir dann unseren Ausweis vorzeigen, den ich im Auto gelassen hatte. Und dann kam irgendwie direkt, das war die Frage, wird nach dir gefahndet? Dann kam so die Rückfrage, warum nicht? Und ich musste erstmal voll lachen. Ein sehr schönes AOZ-Gelände. Ist wirklich ein sehr schönes Areal. An der Bar stand Kuchen, den du dir einfach nehmen konntest, der auch wirklich sehr, sehr lecker war, falls das irgendjemand von da sieht. Richtig geil. Und der Club war ungefähr, würde ich sagen, doppelt so groß wie der in Görlitz. Also ich würde mal so schätzen, 200 bis 250 Leute, was natürlich auch super klein ist für die Beatsteaks. Aber wenn du eben gestern in Görlitz warst und diese Sauna erlebt hast, wieder ein bisschen normaleres Konzert, sag ich mal. Ich habe natürlich Dennis von Görlitz erzählt und wie geil das war. Und er meinte, oh, ich will auch meinen Arnie-Moment. So sind wir dann erstmal in die erste Reihe gegangen und haben mit Anja gequatscht, die, glaube ich, bei allen AOZ-Konzerten der Beatsteaks war, außer in Cottbus. Vor dem Konzert hatte ich Arnim, den Sänger der Beatsteaks, draußen noch getroffen und er hat mich angeguckt und angegrinst und meinte, na, heute noch 10% mehr. Und ich habe so zu ihm gesagt, wenn ich noch 10% mehr gebe als gestern, dann falle ich um. Also es war halt wirklich nicht mehr drin. Deswegen hatte ich schon gesagt, okay, heute lasse ich es, glaube ich, ein bisschen ruhiger angehen. Was gut gepasst hat, denn ich hatte auch das Gefühl, dass die Beatsteaks es ein bisschen ruhiger haben angehen lassen von der Setlist her. Die in Görlitz, die war irgendwie direkt vom Fleck weg so Gib ihm. In Leisnig hat es ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, bis überhaupt der Pit aufging. Die Bühne war diesmal auch groß genug, dass Dennis, also nicht mein Dennis, sondern der Beatsteaks Dennis, mit auf die Bühne gepasst hat. Somit konnten die Percussions diesmal auch bedient werden. Bin dann auch aus der ersten Reihe weg und ein Stück weiter hinter gegangen, weil die Bühne war immer so auf Kniehöhe und mein Knie ist irgendwie durch den Druck von hinten die ganze Zeit hat er so dagegen geknallt, durch den Pit durchgekämpft. Dann dahinter war übelst viel Platz. Ansonsten war das ein sehr solides Beatsteaks-Konzert. Für mich kein Vergleich zu dem gestrigen Abend. Setlist war tatsächlich auch
relativ ähnlich. Ich glaube, in Görlitz haben sie Shiny Shoes gespielt. In Leisnig zum Beispiel Demons Galore, was ziemlich fett war. Ja, aber war einfach ein richtig gutes Konzert. In Leisnig hat Arnim dann auch gesagt, dass es die beste Tour sei, die sie je gespielt haben. Und ich würde da 100% mitgehen. Nicht nur, weil es einfach eine geile Aktion ist, sondern weil man der Band auch einfach angemerkt hat, wie viel Spaß und Bock sie auf diese Konzerte hatte. Auch wirklich eine sehr, sehr geile Location des IOZ in Leisnig. Also das muss man mal sagen. Natürlich auch in Leisnig wieder tropische Temperaturen. Eine Sache war noch, als jemand vom Club meinte, er müsste jetzt mal das Fenster, was da neben der Bühne ist, aufmachen und dabei irgendwie Arnims Gitarre geschrottet hat. Und er darüber echt nicht so amused war. Das hat man auch gemerkt, dass er ein bisschen angefressen war. Und vor allem die Beatsteaks waren sehr darauf bedacht, wie gesagt, er auch schon in Görlitz mit der Klimaanlage und hier auch mit dem Fenster, dass es keinen Durchzug gab und dass ja keiner krank wird. Und was ist passiert? Arnim ist krank geworden. Deswegen ist auch das nächste IOZ-Konzert, für das ich ein Ticket gehabt hätte, nämlich das in Roswein, ausgefallen. Ich war aber gar nicht so böse darüber, weil ich war an dem Wochenende Mittwoch bis Samstag beim Rock for People in Tschechien. Das Konzert wäre am Sonntag gewesen und ich war wirklich, boah, ich war so hinüber. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mein 9. Tag vor einer Bühne. Und deswegen ging es dann für mich weiter auf der IOZ-Tour der Beatsteaks in Bautzen im Steinhaus. Und auch das war für mich und uns ein sehr besonderes Konzert. Nicht nur, weil wir im Vorverkauf ultra viel Glück hatten und 6 Leute von uns Tickets bekommen hatten, sondern auch, weil meine Partnerin über das Steinhaus Bautzen 2 Jahre mobile Jugendarbeit auf dem Land gemacht hat und da auch sehr viel braunes Elend sehen musste. Und deswegen war das natürlich für uns irgendwie auch trotzdem ein sehr spezielles Konzert. Ich war vorher noch nie da, deswegen wusste ich nicht so richtig, was mich erwartet. Und ich war sehr überrascht, als wir dann in die Location reingingen, dass das doch etwas größerer Laden. Ich würde mal schätzen, dass da so 450 Leute drin waren. Sehr schöne Location, hatte auch einen ganz anderen Vibe als die ganzen IOZs, wo wir vorher waren, die alle halt so klischeehaft so ein bisschen abgeranzt waren und ne, einfach so ein bisschen do-it-yourself und was weiß ich. Aber das Steinhaus war wirklich eine sehr moderne und auch sehr schöne Veranstaltungslocation. Dann gab es auch zum ersten Mal auf dieser IOZ-Tour ein Support-Act. Zu unserer Überraschung standen dann die Tränen auf der Bühne. Die Band von Steffen von Kraftklub und Gwen Dolan. Ein paar von uns hat es gefreut. Ich war eher so meh. Ich kann mit der Mucke nicht so richtig viel anfangen, aber war natürlich schon cool. Wir hatten alle nicht damit gerechnet, deswegen war es einfach ein Bonus. Und dann kamen die Beatsteaks auf die Bühne und man hat schon gemerkt, dass Arnim immer noch so ein bisschen am Kränkeln war. Also er hat nicht ganz so Vollgas gegeben, wie man das sonst von ihm kennt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber es hat sich auch ein bisschen aufs Publikum übertragen. Es hat sage und schreibe 9 Lieder gedauert, bis der Pit dann wirklich mal ins Laufen kam. Lag auch ein bisschen an der etwas ruhigeren Songauswahl für den ersten Teil des Konzerts in Bautzen. Dafür ging es dann im zweiten aber ordentlich ab. Und trotz noch nicht kompletter Genesung ist Arnim trotzdem irgendwie durch die Leute gelaufen und ist mal hinter zum Rolli-Podest gelaufen und ja, hatte einfach Spaß. Dennis und ich, er hat glaube ich 20 Beatsteaks-Konzerte jetzt gesehen. Ich habe knapp 40 gesehen und wir waren uns beide einig, dass es eins der etwas schwächeren Beatsteaks-Konzerte war, die wir beide je so gesehen hatten. Wir hatten aber trotzdem jemanden in der Crew dabei, der meinte, es war vielleicht das beste Konzert, auf dem er je war. Also das ist nur ein Beweis dafür, dass auch schwächere Beatsteaks-Konzerte immer noch besser sind als 99% der Konzerte aller anderen Bands. Das ist einfach eine kranke Liveband und ich lege euch wirklich nahe, solange ihr die Chance noch habt, geht mal zu den Beatsteaks, weil sie sind live einfach unerreicht, meiner Meinung nach. So ging dann das Bautzen-Konzert auch zu Ende. Sehr schöner Abend. Bin froh, dass ich da dabei gewesen sein durfte. Dennis war noch den Tag nach Bautzen im IOZ in Chemnitz zum Konzert und er meinte, das war ultra geil. Ich war da halt leider schon auf dem Hurricane, die Beatsteaks und vor allem Arnim, dass das IOZ in Chemnitz ihm sehr am Herzen liegt.
ist kein Geheimnis. Die haben ja auch 2016 oder 17 war es, als wir dort schon mal ein Clubkonzert gespielt haben, wo ich auch war, was gestört war. Deswegen habe ich eine ungefähre Vorstellung, wovon Dennis redet. Und dann folgte als krönender Abschluss für diesen Monat quasi und auch für diese IOZ-Tour in der Berliner Wuhlheide am 29. Juni zum Release-Konzert des neuen Albums der Beatsticks, was den Namen Please trägt. Natürlich sind wir da auch hingefahren. Auch wieder mit dem Dennis. Shoutout fürs Fahren. Hierfür hatten wir diesmal keine Tickets. Wir haben ja zwei Wuhlheide-Konzerte gespielt und wir haben so ein bisschen spekuliert, dass wir die Tickets vor Ort vielleicht ein bisschen günstiger bekommen. Wir haben auch die Ticketmafia vor Ort natürlich wieder angetroffen und schon mal uns so ein bisschen ein Gefühl geholt, haben selbst den Typ von der Ticketmafia auf 20 Euro runtergehandelt bekommen und da dachten wir uns so, okay, gut, nee, dann gucken wir auf eigene Faust nochmal. Und es hat auch wirklich nicht lange gedauert, wir sind mit unserem Schild die Schlange lang gegangen und es hatte jemand zwei Tickets für uns und meinte so, ja, ist schon okay, könnt ihr haben. Und wir dachten so, Alter, haben wir gerade zwei Tickets für die Beatsticks in der Wuhlheide geschenkt bekommen? Ich denke schon. Also ging es rein und ja, hier war wieder das Ding, was ich vor 2 Jahren bei den Beatsticks in der Wuhlheide schon hatte, nämlich, dass es mir sehr schwer fiel, irgendwelche Leute ausfindig zu machen, die jünger sind als ich. Was irgendwie verständlich ist, aber andererseits ist es schon auch sehr traurig, dass das anscheinend wirklich eine Band ist, die die jüngere Hörerschaft nicht mehr so erreicht. Also mir tut's weniger für die Beatsticks leid, als mehr für die jüngere Hörerschaft, weil die wissen halt nicht, was ihnen geht. So oder so hat man es auch gemerkt, dass die Ränge, als wir reingekommen sind, schon brechend voll waren und unten in der ersten Welle war halt noch wirklich eine Armlänge Abstand möglich. Das hat sich dann natürlich bis zum Konzert etwas geändert. Es gab 2 Vorbands an dem Freitag, Houston und International Music. Beide haben wir nur so ein bisschen beiläufig mitbekommen, weil der Sound wirklich sehr leise war. Das Ding war auch, dass sich das zu den Beatsticks nicht sonderlich gebessert hat. Auf den Rängen ging's. Ich weiß nicht genau, wie da die Kalibrierung war. Aber das hat mich schon gestört. Ein Beatsticks-Wuhlheide-Konzert, da macht man nichts falsch. Also Heimspielkonzerte der Beatsticks sind immer noch mal was Besonderes. Das Konzert wurde auch im Radio 1 übertragen. Aber das war wahrscheinlich das unreleasigste Release-Konzert, was ich je erlebt habe. Denn es wurde weder während des Abends mal irgendwann erwähnt, ey, yo, wir haben heute übrigens ein neues Album rausgebracht. Habt ihr es schon gehört oder erholt es euch oder was auch immer. Noch wurden irgendwelche Songs von diesem Album gespielt, abgesehen von Traumschiff, Deadman und Detractors, die aber halt auch alle schon auf der Clubtour gespielt wurden. Das war so ein bisschen Wermutstropfen, würde ich sagen, weil ich hatte schon irgendwie gehofft, dadurch, dass es eben ein Album-Release ist und Armin dann an dem Samstag auch noch Geburtstag hat, seinen 50. vor allem auch noch. Aber genau wegen diesen Anlässen hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass da nochmal so ein bisschen, ja, irgendwas Besonderes ist. Wir hatten vorher ein bisschen auf Bläser spekuliert oder ja, ein paar ältere Songs oder ein paar ganz neue Songs, die halt Live-Premiere feiern. Gab's alles nicht. Es war einfach nur ein geiles Beatsticks-Konzert in der Wuhlheide. Also nur, ne? Gut, wir dürfen uns sowieso nicht beschweren. Wir haben's geschenkt bekommen und es war halt schon auch trotzdem irgendwie krass, diesen ganzen Kontrast zu haben. Vor 3 Wochen bei den Beatsticks in Görlitz vor 100 Leuten zu stehen und jetzt stehst du da in der Wuhlheide mit 17.000, die teilweise auch so gestört laut mitgesungen haben. Das war schon sehr geil und gab auch so den ein oder anderen Gänsehautmoment mal. Ja, aber abgesehen davon war es leider nicht so besonders, wie ich es mir gewünscht hätte. Und das war dann auch so ein bisschen der Grund, warum ich an dem Tag darauf, am Samstag, gesagt habe, okay, ich gehe jetzt doch nicht nochmal, weil eigentlich wollte ich gern zu beiden gehen. Aber ich war auch einfach so krass im Arsch nach diesem Monat. Also wenn ihr dem Kanal folgt, dann wisst ihr, was ich alles erlebt habe. Und es war absolut heftig, absolut geil. Und es war auch einfach ein krönender Abschluss in der Wuhlheide. Ja, die Anja, wie gesagt, die ist eigentlich bei allen Konzerten von den Beatsticks dabei. Die meinte, es war auch die gleiche Setlist, was für die Beatsticks schon sehr ungewöhnlich ist, dass sie eine Setlist wiederverwenden, weil normalerweise, na, improvisieren die auch mal ein bisschen was oder sagen, ja, nee, wir spielen jetzt mal den Song oder auf Zuruf oder irgendwas. Ja, und das gab's halt in der Wuhlheide dieses Mal alles nicht. Vielleicht auch ein Stück weit einfach, um es
nach diesem ganzen Chaos mit der Krankheit und so weiter und so fort, dass es halt einfach safe ist. Und ich kann das auch nachvollziehen und will das auch gar nicht schlecht reden. Es war trotzdem, wie gesagt, sehr geil. Das nächste Mal wird auf dem 40. Open Flair sein und es hätte auch mein 40. Beatsteaks-Konzert werden können, wenn Roswein nicht ausgefallen wäre und ich an dem zweiten Buhlheide-Tag dann gegangen wäre. Da wäre ich dann halt safe auch hingegangen, einfach schon für die Sache. Aber das waren die Beatsteaks von klein nach riesengroß. Meine Liebe für diese Band wurde einfach durch diese AJZ-Tour nur noch mehr bestärkt und neu entfacht. Wie viele Bands dieser Größe machen sowas? Die halt wirklich sagen, ey, wir machen jetzt so eine AJZ-Tour, an der wir nichts verdienen, einfach nur, um die Leute vor Ort zu supporten und für die gute Sache was zu machen und weil wir halt Bock drauf haben. Da selber einfach alles aufbauen, Soundcheck machen, wo ich sie dann mal gefragt habe, warum tut ihr euch das eigentlich an? Und die meinten so, jo, das erdet einen, solche kleinen Dinger mal wieder do-it-yourself zu machen. Und genau deswegen liebe ich diese Band so sehr und ich hoffe, noch weitere 40 Konzerte der Beatsteaks sehen zu können. Das war mein Juni. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und Zuschauen. Lasst dem Video gerne mal ein Like da, weil mir das sehr gegen den Algorithmus hilft. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr bei einem der AJZ-Konzerte dabei wart oder auch in der Buhlheide, wie ihr es fandet. Wenn ihr wissen wollt, was bei mir im Juni sonst noch so ging, dann schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei. Abonniert auch gerne den Hit Report, um weitere News, Reviews und Berichte rund um die Live-Branche nicht mehr zu verpassen. Hier könnt ihr sehen, was auf dem Hurricane so abging und wir sehen uns im Pit.